einem neuen Spiel hier auf dem Kanal. Und zwar spielen wir das Spiel King of Retail. Das Ganze ist noch im Early Access. Und ja, wir warten nicht lange und erstellen uns mal unseren Manager. Hier heißt Let's Play. Männlich. Was haben wir für ein Gesichtstyp? Richtig, Wahl. Bekannt, ja, so. Was ich habe jetzt noch nicht. Dann erstellen. Ich bin zufrieden. Wir werden diesen Weg schon den Kampagnenmodus, wenn wir uns erst später anschauen. Wir spielen jetzt einmal für den Anfang in einen Ladenmodus und erstellen hierfür ein neues Spiel. Startgröße wollen wir natürlich groß, reicht auch. Modegeschmack ist mir ziemlich wurscht. Nächste. Wir verkaufen unsere Schuhe, Oberteile, Mobilgeräte, Lebensmittel. Nochmal Lebensmittel und Getränke. Nächste. Das Geschäft heißt VLP. Dann nehmen wir das Logo, das habe ich hochgeladen. Das passt. Nächste. Aufgaben sind beim. Ihr wisst. Nein. Das und Schwanz. Speicher. Da ist gerade ein Motorrad vorbeigefahren. Dann. Nehmen wir halt mal das. Das ist echt was, wäre ich Spaß genommen. Wie lange hätte ich das hier gehabt? Oh ja. Oh ja. Akzeptieren. Spiel beginnen. Let's go. Ich habe mir überlegt, wir werden einen richtigen Supermarkt haben, also mit Lebensmittel, Elektronik, Sachen, Gewand und alles, was man so braucht. Natürlich halt Schwerpunkt Lebensmittel. Jedoch, wenn wir jetzt nochmal mit dem Gewand beginnen, weil das am günstigsten ist und man da halt noch halbwegs viel Möglichkeiten hat. Und dann, wenn wir den Laden expandieren, gehen wir immer mehr rein und der wird immer größer und sowas. Alter Vater, Vienna Let's Play, der alle echte. So. Und da hast du entfernen. Ich muss ein Tutorial spielen, das ist cool. Was dann? Beim Tutorial kaufen wir uns jetzt einmal ein paar Lagereinheiten. Holen wir uns einmal das. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen getestet, die Steuerung und generell das Spiel, wie es funktioniert. Und man braucht da unbedingt das Große. Dann Liefereinheiten. Können wir mal das nehmen. Die großen Kleidungsstücke. Unser Lager wird riesig, wenn der Plan aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Ich habe auch ein paar Mitarbeiter zum Spaß hinzugefügt. Schauen wir mal, ob die dann auch wirklich da dann reinkommen und ob sie sich mal bei uns bewerben. Das ist halt Zufall. Was brauchen wir uns? Wir brauchen dann auch eine Kasse. Farben, die haben wir gespeichert. Die erste ist grün. Eine ist schwarz. So. Ah, das sieht einfach geil aus. So. Lebensmittel zeige ich euch hier nochmal. Also, wir sind hier bei Anzeige. Also, ich bin generell bei Anzeige. Ups, ja. Egal, zeige ich euch später dann. Hosen. Ich finde die Kasten irgendwie schön. Sie brauchen halt sehr viel Platz. Beginnen wir mal schön klein. Platzieren wir das da und eins. We'll be right back.
Stufe. Und es waren 5 und nicht 4. Egal. Gut, dann gehen wir ins Büro. Und wir sind im Minus. Yeah. So, ja, das können wir überspringen. Da kann man den Tag beginnen. Räumchen. So. Da ist er dann. So, Themenfarbe, Farbton, Logo. Nee, es passt schon so. Es passt auch. Ich werde jetzt nicht irgendjemanden anstellen. Kaufen kann ich eigentlich auch mir auch nichts. Dann tun wir schnell die Uhrzeiten anpassen. So. Rein in die Masse. Ui. Ja, mal nix. Oh, machen die Geschwindigkeit mal hoch. Die Musik tun wir mal stopp. Danke. Dann leuchtet das alles. Ist cool. Und vor allem das Mobile PC Xbox leuchtet. Finde ich gut. Ja, wegen dem Grün, das hat er damit dann schon so im Farbton oder sowas. Man kennt das. Ist cool. Was? Grüße. Wir haben Schuhe derzeit nur. Wenn das perfekt aussieht, kann ich es kaufen. Ja, finde ich auch. So, guck mal an. Ja, schau's. Hä? Pass doch drin. Ja, was wollen Sie? Sie haben Schuhe. Ja, können Sie. Ich verstehe die Gespräche nicht. Ich brauche dafür unbedingt einen Mitarbeiter. Es läuft so nicht. Komm, kaufen Sie. Greifen Sie zu. Ist das so? Und noch einer. Greifen. Oder? Nee. Aber immerhin, grüß Sie. Achtung. Kommen Sie. Im Schuhe. Im Schuhe. Komm. Nice. Digga, ja. Erzählen Sie mir mehr. Verstehen Sie nicht. Oh, Sie kassiere ich mal ab. Makes me funny. Schuhe sind mein neues Leben. Weil eigentlich könnte ich da schon einzelnen Dingen verkaufen, damit Geld machen und den da herstellen. Ne? Oh, hallo. Bleib in Deutsch stehen. Wer ist sie da? Ja, schnapp sie dir. Tiger. Oh, das sind so viele. Grüßi. Ja, Schuhe habe ich. Ich habe auch noch eine große Auswahl an Schuhen. Hey. So. Hä? Ich verstehe es nicht. Komm, 2 Kunden. Beide kaufen. Griff zu. Hey, got a second? Klar. Verkauf beginnen. Bum, 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 bum. Erzählen Sie mir mehr. Thanks. Er holt sie's. Erzähl ihr. Oh ja. Oh ja. Die Schöne. Sie nimmt mal wieder nichts. Enttäuscht mich. Wo kommen Sie? Da kommen Sie. Ich weiß sie nicht. Sein du? Abcashen tue ich gerne. Wie die Schön. Nix. Ich bestelle jetzt meinen Bus nach. Was wollen Sie? Wir haben Schuhe. Ja, na klar. Ba 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 bam. Ba 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 bam. Ah ja. Tschüssle. Lasse den Laden. Bum. Boom. Danke. Gut, dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lange, wenn ich schaue, dass ich es halbwegs kurz halte. Wenn ihr mehr von King of Retail sehen wollt, dann
Lasst auf alle Fälle ein Like, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.